Der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel hat sich mit einem kurzen Brief bei seinen Kollegen von der Zeitung Die Welt gemeldet. Darin lobt der deutsch-türkische Reporter regelrecht die Bedingungen in der Untersuchungshaft, wie Tageslicht, richtiges Essen und Zeitungen, nachdem er zuvor im offenbar viel schlimmeren Polizeigewahrsam war. Die deutsche Bundeskanzlerin verlangte Yücels Freilassung und mahnte zur Achtung der Pressefreiheit. Unabhängiger Journalismus muss existieren können. Journalisten müssen ihre Arbeit machen können. Und deshalb denken wir an diesem Abend auch an Deniz Yücel, der in Untersuchungshaft in der Türkei sitzt und dessen Freilassung wir fordern. Yücel werden Terrorismuspropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Seine Untersuchungshaft kann bis zu 5 Jahre dauern. Für Unmut sorgen in Deutschland auch Besuche türkischer Politiker, die bei Deutsch-Türken für die geplante Verfassungsänderung werben. Vor knapp 2 Wochen der Regierungschef, heute kommt der Justizminister.